Det är stort program, det grund av levande hoppning. Jön redna är Rudi Nifeld. Jag begreis jön in den nomen från Jesus Kristus. Vi vill från det vara vidare med diesen tema Gottes Plon för de människa. Rabot och genannt wird de sieben Tide, wo wir sehen, wo Gott einen wunderbaren Plon hat für diese Welt. Ich sehe viel, wo wir die 70 Weg betrachten. Ich will Ihnen kurz verfolgt mitteilen, wo Gott seinen Plon ausführen wird und wo er alle in Daniel beschrieben ist. So wir sehen die 70 Weg von Daniel. Daniel Kapitel 9, 24 durch 27. Und dort sagt, eine Weg, 7 Jahre, 70 Weg, 490 Jahre, 70 Weg geteilt in 3 Tiden, 7 Weg, 62 Weg in 1 Weg. Und ich will Daniel Kapitel 9 lesen, wo das uns jetzt sagt, die 24. Verse anfangen. Du sind 70 Weg von Jahren verjüngt in jene heilige Stadt bestimmt, dann wird das übertreten in eng haben, in die Sünde zu sie gesagt sein, die Schuld wird gestrickt sein, in ein Ei wird gereicht sein, wird abgestellt worden. Am dort die Prophezeiung und die Propheten wurden zu erreicht kommen, in dort der heilige Tempel frisch eingesollt wird worden. Post noch wieder ab, nur wird ich sei, von dort Jahr, wann dort wird gejeft wird, dort Jerusalem war soll abgebüht worden, bet Gott sein Engelsolder Lehrerchen sind 7 Weg von Jahren. Jerusalem wird mit Gossen abgebüht worden und wird rundum eine Gruben haben. Das wird für 62 Weg von Jahren sein und wird eine schwere Zeit sein. Nur die 62 Weg von Jahren wird die Engelsolder zu sie gesagt worden in Nischmeier haben. Die Stadt und die Tempel wurden in den Grund gebracht worden von dort her von dem König. Das wird alles so schwer. Das wird alles so busig und so viel Schulden. Das wird alles so busig kommen und so viel Schulden daunen aus einer Überschwemmung. Du wirst bei einem Tag Krieg sein und ohne Frage viel verdorben worden. Der König wird mit vielen einen schweren Bund merken in ein für eine Weg von Jahren. In der Mitte von der Zeit wird er dort zusammenbringen, dort die Opfer und die Gaben im Tempel abhören worden. In das abscheuliche Bild wird den Tempel in Anrennen bringt, bei Gott sein gerecht über am Tempel. Hier sehen wir in diesen Tags, hier ist eine Prophezeiung, ein prophetischer Kalender, wird Gott der Daniel openbaren dort. So wie seine 7 Weg, oder eine Weg, 7 Jahre, 70 Weg, 490 Jahre, 70 Weg, geteilt in 3 Tiden. Und das, wo wir nun wollen angehen. Der Anfang von der 70. Weg, wo fängt dort an? Nun, den prophetischen Kalender, was Gott hat, durch Daniel weiterlaute, fängt dort an in Nehemias Kapitel 2. Du fängst wie dort, wo das anfangen wird, wo diese Prophezeiung handelt wird, von dann, wann Jerusalem wird frisch abgebüht worden. So, wir fangen dort an, und wir sehen dort, redet von 7 Weg. Daniel Kapitel 9, Vers 24, redet von 7 Weg. Nur den prophetischen Kalender, nur von Danus, Nehemias, nur Jerusalem ging, zum Jerusalem war er abbüht, aber der Eng von der Old Testament, Malachi, Eng von der Old Testament, ging 7 Weg vorbei, was 49 Jahre sind. Dann fangen wir dort, dann kommen 62 Weg, wo der doch von redet hat. Dort redet in den Tags von 62 Weg, nur Daniel Kapitel 9, Vers 24, zweite Port von den Fars, sagt 62 Weg, 434 Jahre. So, was wir hier fangen an, in den Olle, von der Olle Testament zu enden, was den hier anfangen wird, du wirst 400 Jahre zwischen. In den 400 Jahre wird mein Simul nur den prophetischen Kalender, nur die Distri Jahre genannt, die 400 Distri Jahre, oder die 400 Jahre, wo Gott stellt wird, wo Gott, der kein Mensch, kein Prophet redet wird, ab dieser Erde. Und dann sagen wir, dann sind du 34 Jahre. Die Bibel sagt uns klar, oder jaft uns klar anzuverstehen, dass Jesus lebt vor ungefähr 34 Jahren. Er hat mein 33 Jahre ab dieser Erde. So wie fingen dort kommt alle taub. Ein von den 69. Weg passiert, als Jesus kommt in Jerusalem nennt, Matthäus Kapitel 21, der Langleser 1-11. So die Prophezeiung, den 69. Weg ging zu eng, als Jesus in Jerusalem nennt, reise dort. So wie fingen dort von nun
Was die Bibel uns lehrt, der von diesen drei, die 70 Werke in drei Teile, fängt die 7 Werke und 62 Werke sind nun vorbei. So, das sind 7 Werke und 62 Werke sind nun vorbei. Dort sagt uns klar, nur das 69. Werk, fertig 70. Werk, wird der Messias ausgerottet worden und nicht mehr haben, nur Daniel Kapitel 9, Vers 26. So wird uns klar zu verstehen, dass fertig 70. Werk passiert, wird Jesus dann in Jerusalem gewasst. Und dort wird wir hier sein, wird der Tag sonst sein, nur dort. So, als 62. Werk vorbeigingen, und vorbei wird, als Jesus in Jerusalem reisen, dann wird er vorbei. Futz nur dort, wird Jesus am Kreuzchen näher. Und dann, wie seine Hei stand ab, nur Gottes Wort noch, wie seine auch Heiers drin im Himmel gefahren, und Hei tjämt wahrer Trei. So, wir können hier sagen, geschichtlich, 69 Werk sind vorbei von diesen 70 Werk. So, dort meint, eine Werk fehlt noch, 7 Jahre noch. Gott sein biblischen, prophetischen Kalender, wo Hei hat, für Gott sind Volk in der heilige Stadt. Dort wurde hier in Daniel Kapitel 9 von Rede der. Dann gehen wir eben hier hin. So, 69 Werke sind vorbei. Und dann sagt die Bibel uns, wo wir viermal heute Pfingsttag. Dann kam Pfingsttag. So, von der 69. Werk, bis der 70. Werk in Erfüllung geht, erst du in Zwischentid, wo Gott in Zwischentid hat, wo nur ans Kalender und mit über 2000 Jahre vergangen sind. Und dort, wo wir nachher die Türke tät, wo wir uns viermal von uns abholen und seine Worte in Erfüllung ging, wo Jesus zu seinen Jüngern auch sieht, dass der Heilige Jesus wird kommen in Menschen wohnen. So dann kommen wir bei der Türke tät, und die Türke tät wird auch zu eingehen. Und jetzt wurden wir, hier dreht Gott sich sozusagen dem Regen oder Volk Israel und jaft ans Herdefeld, dem ersten Sehensplatz, dem wo er mit uns schaffen der. Aber die Tiet jette ein, wo er sich wort, rein oder falsch Israel dreht, wo die Türke Tiet te ein geht, wo wir dort nahe dann in prophetischen Sprachen Kalender sozusagen. So dann fängt wir dort die Christe Wort wahrgenommen worden. Dann kommt dort, wo die Bibel uns lehrt, dort wird eine Entdeckung sein. Die Menschen wurden wachgeholt worden, wo auf diese Erde leben dann. Erstens wird noch Verstehung sein. Tut er, weil ich 1. Thessalonicher lesen, ich will ihn ein paar Verse lesen, zum halben Verstehen, was die Bibel uns sagt, was passiert wird. In den Tags, erst von 1. Thessalonicher Kapitel 4, 13, ganz durch 18. Aber wenn wir hier ein paar Verse lesen, dann sei wieder das heißt, es ist nicht 13. Verse. Brüder, wir wollen die nicht im Anklaren lassen, über die alle gestorben sind. Und andere wird eingeschlopen. Waren die bilden Menschen, die eingeschlopen sind. Dort die nicht trüren brücken, so als die keine Hoffnung haben. Und hier wird gestorben, haftet dann mit einer anderen Versatung eingeschlopen, und andere wird wahre bilden Menschen, die alle gestorben sind. Die schlopen nicht, und die wurden frisch abgestorben. Ich sage 14. Verse, Wills wann wir glauben, dass Jesus gestorben und von dort abgestorben ist, wird Gott durch den Herrn Jesus und mit arm taub auch die nur sich nehmen, die all eingeschlupen sind. Dann darauf gehen nur die Saastierende Farge und du sagst es uns, so was dort, der Herr wird selbst von Himmel raufkommen und lieb sein, was passieren soll. Der heißt der Engel wird raupen und Gott seine Person wird geblust worden. Dann wurden die im Glauben an Christus seelisch gestorben sind, zuerst abstohlen. Dann wo wir, die wir leben und geblieben sind, zugleich mit Arm ab der Wolken mitgenommen worden, in unseren Herrn Jesus begegnen, und dann wo wir immer bei ihm sind, mit dieser wird tröstchen und ihren Onda. So war uns dort hier klar sein, dass dort nicht alle Menschen waren gestorben, aber die waren alle verändert worden da. So der Tag kam, wenn die Entrückung kam, wo Gott wird, der Jesus Christus, alle waren ebelde Menschen weichholen. Jesus wird darauf kommen in der Wald, waren ebelde Menschen waren abstehen, und die wird dann leben, auf diese Erde, die waren verändert worden. Dort fingen wir in 1. Korinther Kapitel 15, er sagt, es steht in der 50. Verse, aber Brüder, das sei erkennt, Fleisch und Blut kennen Gott seine Reg nicht oben, und was verwesen kann ich dort, was unverweslich ist oben. Horcht einmal her, ich sei in einem Geheimnis. Wir wurden nicht alle gestorben, wir wurden aber alle verändert worden. Dort wird plötzlich kommen in einen Augenblick, wann der letzte Trompet blosen wird. Der Trompet wird geblost worden und die Todes wurden abstohlen, unverweslich. Und wir wurden verändert worden. So dort passiert hier, Jeruz Eier, der Schrakel Jutit, der 70. Werk, anfangen wird
das eine Werk, 7 Jahre. So dann, wenn die Entrückung gekommen ist, dann sagt die Bibel uns, die große Triebsalzeit, eine furchtbare Zeit für Jakob. Fängt wir nur Jeremia, Kapitel 30, 31 an. Das Wort, du wird gehandelt worden mit dem Volk Israel. Dann fängt wir, dort das 70. Werk, 7 Jahre, die fängt an. Wenn die Entrückung gekommen ist, dat, dort ist, wenn das 70. Werk anfangen wird, das eine Werk, wo er fehlt, wird 7 Jahre sein, noch prophetischen Kalender noch. Und dann wird es so schrecklich sein, sagt er uns in Matthäus Kapitel 4, 24, so soll noch niemals euer Gewast es, nicht nie es, noch niemals mehr sein wird. So die Zeit kommt noch. In dieser Zeit werden viele Dinge passieren, aber du wirst uns nächstes Mal von euch holen und seine Wort alle passieren wird in diesem 70. Werk. Und viel von dort sein, wie schrecklich dort sein wird. So, der Chinese Wort kommt, Antichrist, nur Daniel Kapitel 7, Vers 24, in dem Mad von dem Werk bracht Antichrist den Bund mit dem Volk Israel, nur Daniel Kapitel 9, Vers 27. Das Antichrist, das falsche Messias, was sich jetzt übt, den Messias zu sein, der wird im Bund merken mit dem Volk Israel. Und der wird sagen, ich kann aber Opfer, ich kann aber dort tun, was im Old Testament tun. Aber in dem Mad, 3,5 Jahre nennen, in der 70. Weg, wird 7 Jahre sein, 3,5 Jahre nennen, wird er den Bund prägen. Du wirst sein Bild abstellen, dann wird er dort Multiken abstellen und dann wird er dort so überbringen, dort heim ist der Einzige, was Menschen anbeten sollen und horchen sollen. So wie seine, die 70 Werk von Daniel. Eine Werk, 7 Jahre. Diese Werke mit den Jahren nennen, um 70 Werk, 490 Jahre. 70 Werk geteilt in 3 Tiden. 7 Werk, von dann ist dort Rüttgeng, bei Alten Testament eingesandt, 7 Werk vorbeigegangen. Von dann, bei Jesus in Jerusalem nennen, sind 62 Werk vorbeigegangen, so nun fehlt noch eine. Eine Werk, und die kommt noch. So, lieber Zuhörer, wenn du noch nicht hast, Jesus angenommen ist dein persönlicher Heiland, und Jesus soll von dir kommen, dann wirst du in dieses 70. Werk nennen. Aber du kannst dort vorbeigehen, mit dem Jesus annehmen, wenn Jesus hat noch nie mehr Leute, seine Kinder, anbringen, wo er sein Euer hat übergegangen über diese Welt. Er hat ihn noch einmal wahrgenommen. Und wir sind dort in verschiedenen Wegen. So, lieber Teuerscher, nimm Jesus an. Euer dort der Lot ist. Mach Gottes Wort gesehen worden. Wenn ihr Ariens Fragen haben über das Programm, dann könnt ihr uns auf unseren E-Mail schreiben rdeuneufeld09@gmail.com oder auf ein WhatsApp-Nummer 591-770-60101. Ich wünsche euch alle einen guten Weg. Gottes Recken Segen mit euch.